Erster Tanz, wie immer bei den Professionals, der Cha-Cha-Cha. Da verhält es sich anders als bei den Amateuren, denn die Amateure beginnen ja immer mit der Samba. Cha-Cha-Cha, der jüngste Tanz in der lateinamerikanischen Runde, wurde erst 1961 ins Turnierprogramm aufgenommen. Und das sind Daya Backe und Julie Freier aus England. Eine gemischte Paarkombination. Er kommt nämlich aus Norwegen und sie aus Holland. Leben aber und trainieren jetzt in London, in England. Beide haben mit anderen Partnern zuvor schon bei den Amateuren große Erfolge feiern können. Daya Backe war sogar mal Weltmeister vor 6 Jahren bei den Amateuren vor Horst und Andrea Bär aus Bremerhaven. Und Julie Freier, aufmerksame Tanzsportbeobachter wissen das, war mal Fünfte mit ihrem ehemaligen Pater Louis van Amstel bei Amateur-Europameisterschaften. Und das sind Hans-Reinhard Garke und Bianca Schreiber aus Freiburg und sie fieberten hier dem EM-Finale entgegen. Vierte waren sie im vergangenen Jahr in Blackpool und hier wollten sie endlich mal auf das Siegerpodest springen. Die beiden sind geradezu prädestiniert für die lateinamerikanischen Tänze. Klein, fast zierlich und ausgesprochen flink. Weiter geht's mit der Samba. Südamerikanische Lebensfreude, präsentiert von Marc und Martin Barbieri aus Frankreich. Genauer gesagt aus Marseille. Ein sehr ausdrucksstarkes Paar, Semifinalisten des vergangenen Jahres bei den Europameisterschaften. Und da sehen wir schon mal schön, dass die Schritte nicht nur der Fortbewegung dienen. Jeder Step ist ein neuer Auslöser für die Samba-typischen Hüftbewegungen. Jeder Schritt auf den Ballen. Das sind schon fast alte Bekannte, kann man sagen, mit der Rücke Nummer 21. Hein Espen Hattestad und Marianne Sækrison aus Norwegen, aus Oslo. Seit 11 Jahren tanzen sie schon zusammen. Tanzen sehr ausgewogen, aber es fehlt ihnen noch der große internationale Durchbruch. Den hatten sie schon bei der Kürweltmeisterschaft. Dann nämlich, wenn jedes Paar einzeln auf der Fläche ist und wie die Eiskunstläufer eine Kür präsentieren. In Bonn waren sie im vergangenen Jahr, wie gesagt, Dritte bei den Welttitelkämpfen. Die Rumba mit Martin Götje und Gina Hoffmann. Auch hier eine internationale Tanzkombination. Martin Götje kommt aus Dänemark, sie kommt aus München. Beide leben und trainieren auch dort, starten für Dänemark und so können sie hier an Europameisterschaften teilnehmen. Aus Schottland, Kenneth McKechnie und Manuela Faller, das zweitbeste schottische Paar. Das Beste ist hier leider nicht dabei, jedenfalls nicht bei der Meisterschaft. Donny Burns und Gaynor Fairweather, die neunfachen Weltmeister. Und diese beiden tanzen erst seit 8 Monaten zusammen. Auch er lebt in Freiburg, wo er tanzt und als Tanzlehrer arbeitet. Spricht inzwischen sehr gut Deutsch. Neunte waren sie im vergangenen Jahr in Blackpool. Und ihr Ziel war hier zumindest bis ins Semifinale zu kommen. Der Paso Doble, rein rhythmisch ist dies der schnellste Tanz.
Krzysztof Wasilewski und Karolina Felska aus Polen. Ja, und sie hatten hier, so komisch sich das auch anhören mag, gewissermaßen ein Heimspiel. Denn beide leben und arbeiten als Tanzlehrer in Gütersloh. Und das ist gerade mal 30 Kilometer entfernt von Bielefeld. Und viele ihrer Tanzschüler waren in die Seidenstickerhalle gekommen und feuerten sie lautstark an. Mit der Rücke Nummer 6. Richard und Els Porter, das beste englische Paar, das hier vertreten war. Und, auch das muss gesagt werden, die Engländer hatten wieder für Unmut gesorgt, denn die Nummer 1 und 2 von der Insel, Stopford McCall und Gocky Ballas, hatten kurzfristig wieder abgesagt, krankheitsbedingt. Das war die offizielle Version. Aber das kommt inzwischen schon mit schöner Regelmäßigkeit vor, wenn Europameisterschaften in Deutschland ausgetragen werden. Und ob es denn nun wirklich an der Krankheit lag oder ob die besten englischen Paare kneifen, bleibt ein Rätsel. Die Titelverteidiger, die Europameister von Blackpool, die Weltmeisterschaftszweiten. Auch sie leben im Mutterland des Tanzsports in England, Johan und Nadja Eftedal aus Norwegen. Die haushohen Favoriten hier bei dieser Europameisterschaft der Professionals in den lateinamerikanischen Tänzen in Bielefeld. Sich berechtigt Hoffnungen machen auf einen Medaillenplatz. Die Amateurweltmeister von 1991, Brian Watson und Claudia Leoni, starten für Italien. Aber er kommt aus Australien und ihr Heimatland ist in der Tat Italien. Wohnsitz wie bei den meisten Professionals London. Dort trainieren und arbeiten sie ja alle gemeinsam. Im letzten Jahr kam das aus für sie im Semifinale und diesmal hofften sie, halt bis zur Endrunde vorzukommen, bis zum äußersten Wagen. Und dann wieder Zähne zeigen beim Cha-Cha-Cha. Also das Semifinale jetzt wieder in zwei Runden, jeweils 6 Paare auf dem Parkett. Finnen müssen blond sein, der einzige Herr in diesem Starterfeld, der die schwarzen Haare hinten offen trägt. Zum dritten Mal sind sie bei Europameisterschaften im Finale. Jukka Harpalainen und Sirpa Zutari. Er 27, sie 26 und beide sind ebenfalls Tanzlehrer.
Ja, das war nochmal das Paar aus Polen. Tja, das war der erste Tanz. Und wie gehabt, zweiter Tanz in der Vorschlussrunde, die Samba. Und hier sehen wir das zweite deutsche Paar. Mit der Rückennummer 5, Florencia Garcia Lopez und Andrea Pfautsch. Und das zweitstärkste Paar aus Italien hier im Bild, Alberto Pregnolato und Evelina Gobbo, ein Ehepaar. Übrigens die einzige Mutter hier bei den Europameisterschaften. Und der Sohn heißt, wie kann es anders sein, bei Tänzern Valentino. Kommen aus Padova in der Nähe von Venedig. Und hier noch einmal eine Einstellung der Barbieris aus Frankreich. Nach der Samba jetzt wieder der krasse Gegensatz. Mit viel Ausdruck die Rumba. Langsam geht sie vonstatten bei 28 Takten pro Minute im Viervierteltakt. Schön zu sehen, die Schritte werden immer wieder auf den Ballen angesetzt und die Knie müssen durchgedrückt bleiben und dadurch entstehen auch die eleganten Hüftbewegungen. Jedes Paar hat so seine eigene Choreografie, angereichert die Rumba mit vielen Jazz-Elementen in der Zwischenzeit. Und weil es so schön war, gleich noch einmal die Rumba. Die zweite Runde. Das Streben der Frau mit auffälligen Hüftbewegungen, den Mann zu verführen. Ein leidenschaftlicher Werbetanz. Good.
So muss es sein. Die Dame schwankt zwischen Hingabe und Abwendung, der Herr zwischen Zuneigung und Selbstherrlichkeit. Paso Doble, vorletzter Tanz, eine ganz schwierige Angelegenheit, hier überzeugend zu wirken, wenngleich der Rhythmus und die Geschichte, die mit diesem Tanz erzählt werden soll, recht einfach erscheinen, nämlich die Darstellung des spanischen Stierkampfes auf dem Parkett. Paso Doble findet ja kaum Berücksichtigung im Gesellschaftstanz. Hier kommt es nicht nur auf die Tanztechnik an. Darüber hinaus spielt die Choreografie, die Ausdruckskraft eine fast noch größere Rolle. Das ist nichts für Durchschnittstänzer, nur was für Klassepaare. Die hier bei ihrer ersten Europameisterschaftsteilnahme gleich bis ins Semifinale kamen. Sie freuten sich, auch wenn es nicht für das Finale reichen sollte. Damit kommen wir zum letzten Tanz der Zwischenrunde. Und wenngleich der Paso Doble doch der rhythmisch schnellste ist, so hat der Jive doch das unübersehbar höchste Tempo. 44 Takte pro Minute, damit 18 weniger als beim Paso, der Endspurt vor dem Finale. Ja, und bei diesen Bildern hat man fast das Gefühl, die Paare sind mehr in der Luft als auf dem Boden. Eine klasse Leistung, bislang von allen Akteuren, und trotzdem müssen wieder